Gut, lass uns noch mal was völlig anderes machen, weil was bisher geschah, ist ja im Prinzip so ein bisschen Esoterik über das Phone. Dann hat ja der Felix ganz, ganz viel gezeigt, was man in Blend machen kann und mit den typischen Business-Applikations-Frameworks. Ich möchte ein bisschen was anderes machen. Wir haben ja vorhin gesagt, neben dem Silverlight-Konzept, das heißt den Formularen, Buttons und was wir immer so haben, gibt es noch eine Alternative, nämlich dann, wenn man ein bisschen Highspeed braucht. Wenn man also Realtime-Applikationen haben möchte, möglicherweise im 3D-Raum, das heißt, wenn es mal richtig auf Zeit und Performance ankommt. Und üblicherweise am Desktop greift man da auf Frameworks zurück wie DirectX oder OpenGL. Am Phone haben wir eben XNA dafür, den Wrapper, der im Managed-Kontext uns genau diese Funktionalitäten zur Verfügung stellt. Üblicherweise rede ich ganz, ganz gerne über dieses Thema und habe eigentlich gar keine Folien. Ich habe mich jetzt dazu gezwungen, wenigstens eine zu machen, die so ein bisschen verrät, worum es eigentlich gehen soll in den nächsten paar Minuten. Wir haben Game Development als Titel da draufstehen, aber Game Development ist jetzt natürlich ein breites, breites Spektrum. Also erwartet jetzt nicht, dass praktisch jedes Game, das ihr auf dem Phone machen wollt, irgendwie in XNA realisiert werden muss. Ihr werdet gleich sehen, dass das Framework, das wir hier haben, um Längen komplizierter ist als das, was der Felix vorhin gezeigt hat. Also wir kommen weg von, wir klicken uns alles zusammen, hin zu, es gibt nichts zu klicken, wir machen alles im Code. Das ist also die andere Seite, weshalb man sich natürlich, bevor man XNA hernimmt, die Frage stellen sollte, ist meine Applikation wirklich notwendigerweise mit XNA zu realisieren oder brauche ich da eigentlich nur Silverlight dafür? Klassischerweise alles, was nicht in irgendeiner Form Realtime ist oder ständig in Bewegung ist, ist eigentlich eine ganz gute Anwendung für Silverlight. Also wenn wir an Kartenspiele denken oder an Schachspiele oder alles, was in irgendeiner Form einfache 2D-Bewegungen sind, dann ist eigentlich Silverlight absolut die richtige Entscheidung. Spätestens dann, wenn wir aber ein Spiel machen wollen, das permanent im Flow ist, wo sich ständig irgendwas bewegt, ob in 2D oder in 3D, ist es vielleicht ratsam, sich mal Gedanken zu machen, ob es sich lohnt, mal XNA anzuschauen. Was ich euch nämlich zeigen möchte, ist die total unterschiedlichen Konzepte, die wir hier einsetzen. Unter anderem ganz oben steht hier die klassische Game Loop. Das ist ein Mechanismus, der klassischerweise aus der Spielentwicklung kommt und sich ein bisschen anfühlt wie das, was wir damals auf der Konsole gemacht haben. Wir haben nämlich eigentlich nur eine While-True-Schleife, die unser komplettes Spiel permanent neu berechnet. Das heißt, in einer Endlosschleife berechnen wir, was machen unsere Spielelemente und im zweiten Schritt geben wir das Ganze an den Bildschirm aus. Dann fängt die Loop von vorne an, wird wieder berechnet, was passiert, wir geben es an den Bildschirm aus. Das Ganze passiert irgendwie 30 Mal pro Sekunde. Das ist dann auch die klassische Framerate, von der wir sprechen, wenn wir von Spielen reden. Und resultiert eben in einen sequenziell abgearbeiteten Code und nicht eben dieses Event-getriebene, wie wir es aus der klassischen Business-Entwicklung oder aus der Forms-Entwicklung kennen. Hinzu kommt, dass wir, wenn wir diese Frameworks verwenden, mit ganz anderen Ressourcen arbeiten müssen, wo wir halt in Silverlight ganz, ganz viel mit Vektorgrafiken arbeiten oder mit komprimierten Formaten, ist das in den üblichen 3D-Frameworks nicht ganz so der Fall, weil wir reden hier direkt mit der Grafikkarte, da kommt auch die Performance her und Grafikkarten sind ein bisschen picky, was das Format angeht. Also wenn ich da eine Grafik reinschiebe, dann sollte das gefälligst unkomprimiertes Bitmap sein und nicht eben irgendein PNG oder irgendein JPEG. Das heißt, die ganze Fragestellung um Asset Management, also welche Ressourcen verwende ich in Form von Grafiken, in Form von Sounds, Musik, was haben wir denn noch? 3D-Modelle natürlich später auch. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema und da nimmt uns XNA extrem viel ab. Das möchte ich also gerne zeigen. Dann natürlich 2D, 3D, Rendering. Wie funktioniert das Ganze? Wie rendern wir unsere Texturen, die wir ins Spiel bringen? Und wie interagieren wir mit dem User? Das heißt, wie kann ein Spieler mit meinem Spiel interagieren? Ich habe eben gesagt, wir haben keine Events, wir haben keine Buttons, wir haben keine Controls, die wir verwenden, weshalb wir völlig andere Konzepte an den Tag legen, was die Interaktion mit dem User angeht. Wir haben nämlich ein Touchpanel und mit dem Touchpanel kriegen wir rohe Informationen darüber, was der User gerade mit seinen Fingern auf dem Display tut. Damit müssen wir umgehen. Und zu guter Letzt natürlich ein Konzept, das XNA mitbringt, um diese Komponenten, diese einzelnen Aufgabestellungen innerhalb eines Spiels ein bisschen zu separieren, die Game Components. Um all das in irgendeiner Form praktisch zu demonstrieren, mache ich PowerPoint zu und würde mit euch gerne Schritt für Schritt ein Spiel entwickeln. Das, also wirklich von Anfang bis Ende, das ist eine sehr große Herausforderung jetzt auch für mich. Und zwar möchte ich mit euch Pong nachprogrammieren. Das ist natürlich vom Spielmechanismus her total easy, ja. Aber ihr werdet gleich sehen, es kommen so ein paar Probleme auf uns zu. Damit es nicht ganz so easy wird, möchte ich gerne Pong im 3D-Raum programmieren. Ich zeige euch mal, wie es aussieht, wenn wir fertig sind und wenn alles klappt. Wo habe ich es denn?
Ich habe es natürlich vorbereitet. Der kleine Anreiz an der Stelle übrigens auch noch. Nehmen wir mal das da. Ich bin mir nicht ganz sicher, welches Projekt das ist. Kleiner Anreiz auch noch. Das Pong-Spiel, das ich jetzt machen möchte, ist primär erstmal Singleplayer, aber wir brauchen einen anderen Gegner. Weshalb wir uns vielleicht noch anschauen sollten, wie man daraus ein Multiplayer-Spiel über Netzwerkkommunikation macht. Dazu aber später der Netzwerkslot am Ende. Nur so als Motivation, vielleicht da noch bis 8 zu bleiben. So, wenn das Spiel startet, dann sehen wir eigentlich ein sehr, sehr hübsches Menü. Und spätestens jetzt, wo ich mit euch zusammen Applikationen entwickle, werdet ihr feststellen, dass auch ich als Techie nicht so wirklich mit Metro-Style klarkomme. Also da müsst ihr ein bisschen drüber wegsehen. Aber bei Spielen haben wir ja von Felix erfahren, ist das ja alles auch gar nicht so wichtig. So, also wenn die Applikation startet, dann schaut unser Spiel so aus. Und im Fall eines lokalen Spiels haben wir die klassischen Pong-Spielelemente, das heißt ein Spielfeld, eine Kugel, die sich langsam von einer Seite zur anderen bewegt und zwei Schläger, die ja, einerseits von mir und andererseits von der KI gesteuert werden. Das ist so das Spiel, das wir gleich bauen wollen. Glaubt ihr alle dran, dass wir das schaffen können? Ich gebe mir Mühe. So, was müssen wir tun, um ein neues Projekt aufzumachen? Letztendlich, Visual Studio ist unser Mittel zum Zweck. Expression Blend haben wir jetzt zu Genüge gesehen. Jetzt machen wir mal in den richtigen Entwicklertools irgendwas. Wenn ich dann nämlich sage, neues Projekt, dann stellt sich gleich die Frage hier, XNR Game Studio, das ist eigentlich der Place to be. Da finden wir unsere Projekte. Und auch hier drin verschiedenste Templates für verschiedenste Plattformen eigentlich. Weil XNR ursprünglich gar nicht so sehr auf Phone ausgelegt war, sondern XNR kommt ursprünglich aus der Xbox-Entwicklung. Da hatte man das eingeführt, um Indie-Entwicklern zu erlauben, Applikationen für die Xbox zu schreiben. Inzwischen läuft das ganz gut am PC und mit Windows Phone kam halt die dritte Plattform hinzu. Das heißt, wir haben dieselbe Framework für drei Plattformen und das im High-Performance-Bereich, was eigentlich an sich schon ziemlich cool ist. So, ich mache ein neues Windows Phone Game. Wie sollen wir das denn nennen? Lass es uns mal MMT Pong nennen. Müssen wir kurz das Framework auswählen, dann nehmen wir natürlich das aktuelle. Und schon geht's los. Wenn ich hier nämlich jetzt mal die Standard-View anschaue, dann fällt einem auf, da kommt jetzt kein Designer, wo ich irgendwelche Buttons reinklicke, sondern da kommt jetzt erstmal der Code. Und da fühle ich mich eigentlich auch daheim, das ist ganz praktisch. Was man hier nämlich schon mal ganz gut sieht, ist, wir erben von so einer Basisklasse, das ist die Game-Klasse, und haben so ein paar vorausgefüllte Klassen, die wir auch gleich verwenden werden, um die einzelnen Aspekte des Spiels auszufüllen. Zum einen erwähnenswert sind so Sachen wie eine Initialize oder eine Load-Content-Methode. Das sind die Methoden, die ganz, ganz am Anfang beim Programmstart ausgeführt werden, um unsere Assets zu laden. Also ihr habt es ja gerade gesehen, grafiklastig, also wir haben ein paar Texturen da drinnen und die müssen in irgendeiner Form vorher geladen werden. Wenn wir das zur Laufzeit machen, haben wir so ein bisschen Performance-Problem. Das muss also vorher passieren, deshalb gibt es Load-Content und weiter unten gibt es dann so Sachen wie Update und Draw. Diese beiden Methoden sind auch die, die wir verwenden werden, um unser Spiel zu berechnen. In Update müssen wir ausrechnen, was passiert im Spiel gerade, also unser Model updaten, wo wir gucken, wo ist die Kugel jetzt hingerollt, wo sind die Schläger hin, was macht der User gerade. Und im zweiten Schritt, in der Draw-Methode, gehen wir das Ganze an den Bildschirm aus. Wollt ihr ein paar Konzepte sehen noch? Wir steigen gleich ein, sonst reicht die Zeit nicht. Wir sind ja alle irgendwie mittlerweile gewohnt, objektorientiert zu programmieren, ist das richtig? Gibt es irgendjemanden, der sich gegen objektorientiertes Programmieren sträubt? Sehr gut. Dann machen wir das jetzt. Weil bevor man natürlich neu... Aua, eine Hand. Sehr mutig. Bevor wir natürlich jetzt irgendein Spiel machen müssen, können wir natürlich erstmal uns darüber Gedanken machen, wie so ein Spiel funktioniert. Darum habe ich Pong ausgewählt, damit wir uns da jetzt nicht allzu lange mit beschäftigen. Weil das ist weniger XNR-spezifisch als mehr Game Design. Bei Pong gibt's, was gibt's da so? Verschiedene Entitäten, die am Spiel unterwegs sind. Zum einen so ein Ball. Wir haben zwei Spieler und wir haben aber auch so ein Spielfeld, das das Ganze enthält so ein bisschen. Und für all diese Sachen möchte ich jetzt gerne ein paar Entitäten erzeugen. Fangen wir mal an. Keine Panik, ich habe in irgendeiner Form auch ein paar Snippets vorbereitet. Also wir müssen... Oh. Wir müssen... Bitte? Hast du gar nichts gesagt? Du bist jetzt wieder da. Wehe, du schreist irgendwelche absurden Dinge rein. Also wir brauchen so eine Klasse, die unsere Playground-Information hält. Und da drin enthalten sind so Sachen wie
ein paar Konstanten, die wir brauchen für das Spiel an sich. Also wenn wir in irgendeiner Form berechnen wollen, wie groß oder wie klein ist unser Spielfeld. Deshalb haben wir mal Konstanten da rein, die schon mal unsere Rahmenbedingungen definieren. Das heißt, da steht jetzt schon drin, wie groß unser Spielfeld ist, Höhe und Breite. Und an der Stelle seht ihr schon, vorhin haben wir noch mit Pixeln gerechnet und auch in XNA selber rechnen wir ganz viel mit Pixeln, gerade bei der 2D-Ausgabe. Aber im Hintergrund ist es natürlich so, dass man in irgendeiner Form ein abstrahiertes Model baut. Das heißt, im Model selber definiere ich meine Größen im Spiel gar nicht so sehr orientiert an der Ausgabe, sondern möglichst abstrakt, sodass ich hinterher verschiedene Ausgabeformate wählen kann. Ich möchte auch im Laufe des Vortrags zwei verschiedene machen. Ich will anfangen mit einer einfachen 2D-Visualisierung, so wie man es kennt, das Pong, hin zu einer richtigen 3D-Visualisierung und die dann hinterher austauschen, damit ihr auch die Konzepte der Abstrahierung ganz gut mitbekommt. So, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen einen Ball. Und auch der hat so ein paar Rahmeninformationen. Er muss zum Beispiel wissen, wie groß er ist. Also auch er hat so ein paar Konstanten und braucht so ein paar Eigenschaften, die wir zum Berechnen des Spiels brauchen. Kommen wir aber gleich dazu. Ich glaube, das sollten wir jetzt hier gar nicht so sehr. Wie das da alles hier auftaucht? Ach so, die Steuerung. Kommen gleich noch welche, dann zeige ich euch, wie das geht. Als dritte Komponente kommt der Player ins Spiel. Und ja, wie das halt so schön ist bei objektorientiertem Programmieren, wir brauchen eigentlich nur einen davon. Aber eigentlich brauchen wir doch wieder zwei, weil ihr habt es gerade gesehen, einen von den Spielern steuere ich selber und den anderen, den steuert die KI. Später kommt sogar noch der Netzwerkspieler hinzu, weshalb ich jetzt an der Stelle einfach mal anfange, ein Interface zu machen für den Player. iPlayer. Und da so ein paar Sachen einzubinden. Pong iPlayer. So, Snippet. Und jetzt kommt der Magic Moment. Da fehlt jetzt eine Referenz, also ein Using oben. Wenn ich da Steuerung Punkt drücke, dann klappt das da auf. Und ich kann es einfach einfügen. Das war die Magic da. Gut. So, wir brauchen aber tatsächlich auch die implementierte Version der beiden Player. Nehmen wir mal einen Local Player. Das ist der, den wir selber steuern. Der implementiert natürlich iPlayer. Seid ihr alle Coder eigentlich? Wie viele Leute wissen gerade nicht, was ich tue? Ja, deswegen. Als du Ja geschrien hast, dachte ich schon, ich sollte die Frage anders formulieren. Also mir geht es nur darum, dass ich jetzt niemanden hier in irgendeiner Form abhänge. Also ihr wisst ungefähr, ich versuche viel zu erklären. Gut, also was ich hier implementiere gerade ist die tatsächliche Klasse des Local Players, der hinterher tatsächlich die Eigenschaften von iPlayer implementieren sollte. Player Local. Grundsätzlich gibt es da so ein paar Konstanten, die ich auch wieder mitbringe, zum Beispiel den Player Speed. Also ein Player kann sich nicht unendlich schnell bewegen. Wie peinlich. Sollte natürlich. Ein Player kann sich nicht unendlich schnell bewegen, weshalb wir eine Player Speed brauchen. Ansonsten implementieren wir natürlich die Position, die wir aus dem Interface haben und eine Update-Methode, die gucken wir uns später an. Und die dritte, die noch fehlt, ist die Implementierung des Players, der vom Computer gesteuert wird. Das ist unser IA-Player. Implementiert auch iPlayer. Player. Und auch hier holen wir uns natürlich die Sachen aus der Schnittstelle raus und haben eine Update-Methode. So viel zum Model. Jetzt haben wir natürlich hübschen Model gemacht. Implementiert haben wir noch nicht so viel. Ich mache das hier mal alles zu, damit keiner auf die Idee kommt, sich das jetzt anzuschauen. Computerspieleentwickler sind ja an sich sehr grafisch orientiert. Das heißt, bevor wir jetzt in irgendeiner Form die Spieldynamik und alles implementieren wollen, sollten wir vielleicht erstmal eine Visualisierung dafür haben. Und das ist eigentlich auch das, warum wir hier alle sitzen, um zu sehen, wie das funktioniert. Das heißt, ich werde hier einen Ordner, Renderer erzeugen und dort drin jetzt Komponenten entwickeln, die genau für die visuelle Ausgabe da sind. Grundsätzlich habe ich gesagt, wenn ich ein Spiel entwickle, dann passiert alles in dieser Klasse. Also wo ich unten Methoden hatte, Update und Draw,
Das sind die zentralen Klassen, die das alles steuern. Das heißt, die While-True-Schleife läuft auf jeden Fall durch diese Update und diese Draw-Methode hindurch. Und wenn ich Dinge ausgeben möchte, dann mache ich das normalerweise an dieser Stelle. Jetzt gibt es ein paar Mechanismen, um das ein bisschen auszulagern. Und das sind die sogenannten Game-Components. Das heißt, Aufgaben wie das Rendern von 2D-Szenen, von 3D-Szenen, vielleicht von Audio-Ausgabe, also die in sich geschlossenen Aufgaben innerhalb der Spielentwicklung, lassen sich voneinander wegkapseln mit diesen Game-Komponenten. Jede der Game-Komponenten wird in eine große Liste der Game-Components eingehängt und innerhalb dieser While-True-Schleife, die wir gerade in unserer Game-Loop hatten, gefüttert. Das heißt, normalerweise, wir können das ja mal kurz anschauen, wie das beim Rendern von 2D-Sachen funktioniert. Ich hole jetzt einfach mal irgendein kleines Asset rein. Nehmen wir mal den hier. Also wir haben hier ein kleines Bildchen von einem Indiana Jones. Ist es ja nicht. Also steht zumindest nicht dran. Es ist ein Abenteurer, der in irgendeinem unserer Sample-Kits dabei ist. Den kann ich jetzt nehmen und fütter jetzt einfach unser Projekt mit dieser Ressource. Das heißt, hier drin ist jetzt unsere Grafik, idle.png. Und PNG ist jetzt schon an sich böse, habe ich ja gerade gesagt. Es ist ein komprimiertes Format, enthält Transparenzen und eigentlich alles, was die Grafikkarte nicht wissen will. Das Schöne ist aber, dass wir hier diesen Bereich des Contents haben. Das ist ein eigener Ordner im Projekt, der alle Assets hält, die in irgendeiner Form aufbereitet werden müssen fürs Projekt. Unter anderem jetzt eben auch unser Bild. Das wurde als Textur erkannt, das kann man hier unten sehen. Und wird jetzt so aufbereitet, dass die Grafikkarte das einwandfrei versteht. Wenn ich das innerhalb unseres Projektes verwenden will, ich mache das jetzt einfach mal dummy-mäßig, damit ihr das mal gesehen habt, wie das ausschaut, kann ich hier einfach eine Variable erzeugen, die eben vom Texture 2D-Typen ist. Das ist also ein ganz normales Bild. Wechsle dann rüber in diesen Bereich des Load Contents. Das passiert hier. Und kann jetzt über die sogenannte Content-Pipeline Content das Ganze reinladen, ohne wirklich zu wissen, was ich da tue. Das ist eigentlich ganz praktisch. Das ist eigentlich immer böse, wenn man sowas sagen muss, wenn man nicht genau weiß, was man... Was im Endeffekt passiert ist, diese Grafik, die ich in diesen Content-Ordner gesteckt habe, die wird zur Compile-Zeit entsprechend aufbereitet, sodass hinterher die Grafikkarte gut damit klarkommt. Und in diesem Moment hier habe ich sowas wie einen Content-Manager, das ist das Ding hier vorne, dass das dann in meinen Code reinlädt, und zwar in den Abhängigkeiten, wie ich sie brauche. Das Fiese an diesen Texturen, die ich hier lade, ist nämlich, dass eigentlich die ganzen Daten in der Grafikkarte geladen werden. Wenn ich das händisch machen müsste, ist das ein bisschen aufwendiger. Der Content Manager übernimmt das für mich. Das heißt, dieses Idle-Bild existiert jetzt in der Grafikkarte, aber ich habe hier eine Referenz, die ich benutzen kann zum Zeichnen. Möchte ich das Ganze zeichnen, dann habe ich hier unten in der Draw-Methode einen Mechanismus, der da heißt Sprite-Batch. Das Ding erlaubt mir, 2D-Grafiken auf dem Bildschirm auszugeben. Das Ding muss ich starten und beenden. Und dazwischen kann ich beliebige Texturen angeben, die ich zeichnen möchte, mit entsprechenden Parametern. Wohin muss das Ding, wie groß soll es skaliert werden und ähnliches. Die einfachste Variante ist, das Ding einfach an eine bestimmte Position zu rendern. Beispielsweise an die Position 100, 100. Und das sind jetzt Pixelkoordinaten. Anschließend kann ich das Ganze noch einfärben, wenn ich das möchte. Mit Weiß verändert sich die Textur überhaupt nicht und ich kann das Projekt starten und es funktioniert nichts. Das ist natürlich blöd. Ja, das ist jetzt mal Quickfix. So. Ich repariere das gleich. Und wenn man das Projekt jetzt so startet, wie es jetzt ist, hätte ich vorhin eigentlich schon machen können, als das Projekt neu war, dann startet der Emulator erstmal, deployt mir das Projekt und das Erste, was ich sehe, ist ein blauer Screen. Cornflower Blue, also nicht zu verwechseln mit dem Blue Screen. Und was am Ende gezeichnet wird, ist unsere Textur, die ich da reingegeben habe. Also relativ unspektakulär. Aber wir haben schon mal was an Bildschirm gezeichnet, was an sich großartig ist. Wenn wir das Ganze jetzt übrigens noch bewegen, dann machen wir das doch auch mal, damit ihr mal so gesehen habt, wie das an sich funktioniert. Dann braucht man in sich eine kleine Variable, die die Position des Männchens hält und die verändern wir im Laufe des Spiels. Was jetzt nämlich noch nicht so ganz rübergekommen ist, diese Draw-Methode, die hier unten ist, die zeichnet das Männchen an den Bildschirm. Was ihr noch nicht gesehen habt, ist, dass diese Methode, wie gesagt, diese 30 Mal pro Sekunde aufgerufen wird. Das heißt, ich zeichne meine Szene, so wie ich sie hier reinschreibe, 30 Mal pro Sekunde. Das heißt, wenn ich die Position von einem Männchen verändere, brauche ich das nicht in irgendeinem Objekt zu machen, wie bei einem Controller oder einem Label, sondern ich speichere das an der zentralen Stelle, meinetwegen Vektor 2, machen wir eine Position, initialisieren die schon mal da, wo wir gerade waren, ersetzen hier unten nämlich diesen statischen Wert einfach durch diese Position.
Und die Bewegung, die ich jetzt gleich implementieren werde, nämlich hier, wenn ich nämlich der Position einfach in jedem Frame einen Pixel nach rechts und einen Pixel nach unten einpleue, aktualisiert sich das automatisch, ohne dass ich jetzt in irgendeiner Form ein Objekt verschieben muss, sondern das passiert einfach instant dadurch, dass ich die Variable verändere und wieder sowieso alle 30 Mal pro Sekunde so oft selber zeichnen. So. Ich sag's euch, ich schmeiß noch mit Gegenständen hier vorne. Gut, soviel zum Konzept. Ich kann jetzt natürlich mein komplettes Spiel hier in diese zentrale Klasse implementieren, aber das möchte ich nicht. Wie gesagt, wir weichen auf diese Game-Komponenten aus. Das heißt, alles, was ich gerade geschrieben habe, ist jetzt erstmal für die Cuts. Das kicken wir alles mal raus. Das brauchen wir nämlich an der Stelle auch gar nicht mehr. Weil wir, wie gesagt, unseren Renderer zeichnen werden, der mit einer 2D-Visualisierung anfängt. Machen wir mal so eine Flat View. So. Was ich beachten muss, ich muss von der Drawable Game Component erben. Und die hat schon einiges, was wir so brauchen. Die hat nämlich zum einen diesen Sprite Batch, den wir gerade verwendet haben, zum Rendern von 2D-Sachen. Das heißt, die Sachen brauchen wir schon gar nicht mehr selber machen. Was das Ding aber braucht, ist eine Referenz auf unseren Playground, den wir gerade definiert haben, weil da sind ja die ganzen Informationen drin über unser Model. Playground. Dauert einen Moment. So. Was jetzt nämlich hier drin existiert, sind solche Sachen wie die Draw-Methode wieder. Das heißt, hier drin habe ich meine private Draw-Methode, die eben im richtigen Augenblick aufgerufen wird. Hier drin kann ich dann über das Graphics-Device, das ist übrigens die Referenz auf meine Grafikkarte, also damit rede ich direkt mit der Grafikkarte, ein Clear auf den Monitor durchführen. Welche Hintergrundfarbe sollen wir denn haben für unsere 2D-Visualisierung? Pong. Pink. Ich finde es erschreckend, die Frage, diese Antwort kommt erschreckend oft bei dieser Demo. Ich finde das erschreckend. Lime. Das ist nochmal was anderes. Lime ist gut. Sehr gut. In dem Moment, wo ich jetzt nämlich diese Game-Komponente hier oben initialisiere, sagen wir mal, ich glaube hier, ja, speichern wir die mal am besten hier oben irgendwo zentral. Das heißt, hier haben wir irgendwo den Flat View. Die holen wir uns hier mal rein, weil die brauchen wir hinterher noch. Eine View, initialisieren das Ganze. Brauchen natürlich die Referenzen auf die ganzen Sachen, die ich noch nicht habe. Zum Playground brauchen wir nämlich an der Stelle auch. Playground ist erstmal leer. Playground. So, wenn ich das hier in diese Components, die ich an zentraler Stelle habe, einfach hinzufüge, passiert der Rest vollständig automatisch und ich brauche da jetzt gar nichts mehr zu machen. Welche Vorteile das mit sich bringt, werden wir gleich sehen, wenn wir das durch die 3D-Visualisierung austauschen, aber damit soll es jetzt erstmal alles gut sein. Das heißt, wenn ich das jetzt starte, haben wir Glück und wir haben unsere, können wir die Farbe nochmal ändern? Obwohl, hier oben sieht es okay aus. Hier ist es kretzegrün. Da ist es nur grün. Okay, gut. Und jetzt können wir alles in unserer Komponente malen, was wir haben wollen. Das würde ich mal vorschlagen, dass wir das tun, damit wir schon mal sehen, was unser Model bisher tut. Wahrscheinlich noch nicht so wirklich viel, aber dann können wir Schritt für Schritt nachvollziehen auf visueller Ebene, was denn eigentlich in unserem Model passiert. So, damit wir aber jetzt so ein bisschen das auch richtig angezeigt kriegen, was wir nämlich im Moment sehen, ist ein Querformat unseres Spiels, das ist ein bisschen blöd, würde ich hier gerne noch ein paar Veränderungen vornehmen, zum Beispiel die Tatsache, dass wir gerne im Porträtformat rendern möchten. Das sind einfach ein paar Parameter, die ich diesem Graphic Device mitgebe. Supported. Ah, das hatte ich doch eben. Ich habe das extra vorher nochmal getestet, damit es auch funktioniert. Supported, da ist es doch. Ich sage hier nämlich, ich möchte nur den Porträtmodus supporten. Außerdem möchte ich die Größe meines Renderfensters festlegen. Das ist das, was ich wiederum über die Grafikkarte mache. Das heißt, ich sage hier an der Stelle, ich möchte eine Breite von 400. Außerdem möchte ich eine Höhe von 480. Das ist das Bildschirmformat von Windows Phone. Und wenn ich das Ganze jetzt, ja gut, das ist nicht wirklich spannend. Jetzt haben wir aber ein Hochformat. Das heißt, in dem Moment können wir so rendern. Das ist das, was wir jetzt haben wollen. Was hier oben jetzt noch fehlt, ist dieses blöde
Da gibt es da oben so ein, wo der Akku stand und die Uhrzeit und alles drin ist. Das wollen wir natürlich auch nicht. Das fixen wir, indem wir dem Ding sagen, dass das bitte im Fullscreen-Modus laufen soll. Und ab jetzt haben wir eine Applikation, die hochkant läuft. Allerdings sollten wir, doch passt. Falsch, passt nicht. So. Sagt doch jemand was, ihr wisst es doch. So. Bitte? Nein, ich weiß überhaupt nicht, was ich mache. Jetzt sind sie beleidigt hier vorne. Ihr könnt gerne reinschreien, wenn ihr irgendeinen Fehler findet. Wir stehen hier unter Zeitdruck, also wir müssen ja ein bisschen beeilen. Ne? Gut, also jetzt lass uns mal ein bisschen was zeichnen, ansonsten kommen wir ja nicht vorwärts. Was wir hier in so einem Flatview brauchen, sind ein paar Ressourcen natürlich. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall eine Referenz auf unserem Playground speichern, weil wie gesagt, da sind die ganzen Informationen drin, die wir brauchen. Da ist die Ballposition, die Schlägerposition und alles drinnen. Außerdem sollten wir sowas wie ein Sprite-Badge haben. Wie gesagt, das ist der Mechanismus, der unsere Szene so in den 3D-Raum rendert, dass es hinterher 2D auf dem Bildschirm ausschaut. Wir brauchen eine Textur, mit der wir malen. Und die Sprite-Font, das ist ein Mechanismus, um Text an den Bildschirm auszugeben. Das sehen wir aber auch gleich noch. So, wollen wir die ganzen Sachen mal initialisieren? Das passiert auch hier wieder im Load-Content. Das heißt, jede Komponente hat tatsächlich ihre eigenen Bereiche wieder. Flatview, Load-Content, das passiert hier. Aber der Mechanismus, den wir hier anwenden, ist im Prinzip derselbe. Wir laden so eine Textur, so ein Pix, laden wir über den Load-Content. Pix müssen wir noch reinladen. Pix ist im Prinzip, sieht man hier jetzt nicht, ist ein pixelgroßer weißer Pixel, den ich hier reinziehe. Na, nicht? Den laden wir und mit dem machen wir hier gleich so ein bisschen Pixel-Akrobatik, damit wir unser Spielfeld in irgendeiner Form gemalt kriegen. Anschließend initialisieren wir unseren Sprite-Bash, das ist alles nicht ganz so wichtig. Die hier brauchen wir auch noch nicht, weshalb ich das jetzt alles mal auskommentiere. Interessant wird es, wenn wir anfangen, die Sache zu zeichnen. Im ersten Schritt ist es nämlich so, wir hatten ja gerade im Playground festgelegt, unsere Spielfeldhöhe ist 1. Das ist irgendwie nicht sachgemäß, weil unser Spielfeld ist nun mal jetzt ein bisschen größer als 1. Liegt eben daran, dass wir es abstrahiert haben. Wir brauchen jetzt aber die Höhe des Spielfeldes in Pixeln, und zwar so hoch, wie der Bildschirm zur Verfügung steht. Das berechnen wir hier. Also ihr habt die Möglichkeit herauszufinden, wie groß unser Bildschirm ist. Das ist in dem Fall 800 Pixel. Und das ergibt dann automatisch auch den Skalierungsfaktor, den wir anwenden, um das Spielfeld auf unseren Monitor zu zeichnen. Entsprechend berechnen wir noch ein paar andere Sachen. Offset, damit wir das Spielfeld so ein bisschen in die Mitte verschieben. Alles nicht so wichtig. Interessant wird es an dieser Stelle. Diese vier Zeilen hier verwenden wieder diese ominöse Draw-Methode, die wir unten schon gesehen haben. Allerdings mit ein paar anderen Parametern. Wenn man sich nämlich mal anschaut, was die so kann, dann stellt man fest, diese Methode hier, die hat eine Menge Überladungen. Es gibt zum einen eine, die mir erlaubt, ein Destination Rectangle anzugeben. Das bedeutet, ich kann sagen, an welche Stelle vom Bildschirm soll diese Textur hin, die ich da gerade reingeladen habe. Die wir gerade verwendet haben, die einfach nur eine Position angibt, dann wird die Textur so groß, wie sie halt ist, an die richtige Stelle gemalt. Und so weiter, bis hin zu einer ziemlich abgefahrenen Überladung, die mir erlaubt, ein Stück aus der Textur auszuschneiden, irgendwo eine beliebige Stelle vom Bildschirm hinzumalen, die dann noch zu rotieren und gerne noch einzufärben und alles Mögliche. Das sind die Mechanismen, die man normalerweise braucht, im 2D-Raum Dinge zu malen. Dreh- und Angelpunkt ist natürlich immer noch, dass die Informationen, die ich rendern möchte, immer noch als Bild vorliegen. Also alles, was an Bildschirm muss, brauche ich als Textur. So, in dem Fall verwenden wir die Variante, die mir erlaubt, ein Destination Rectangle anzugeben. Das heißt, eine Stelle, wo die Textur hin soll. Wir erinnern uns, das war ein Pixel, ein einzelnes Pixel. Und das Rectangle sagt jetzt, was ganz abgefahren ist, sagt nämlich, der X, also das Rectangle gibt an, links oben, rechts unten. Das heißt, ich fange an beim Offset, das heißt, wo ich berechnet habe, wo das Spielfeld anfängt. Auf der Y-Achse ist es 0, es ist ein Pixel breit, aber es ist die Spielfeldhöhe tief, also hoch. Und was dabei resultiert, ist eine Linie, also der Pixel wird einfach langgezogen mit der Farbe Weiß. Und wenn wir uns das Ganze anschauen, dann sollten wir eigentlich schon unser Spielfeld sehen. Schön. Mein Fehler, den ich hier gemacht habe, ist, diesen Sprite-Badge nicht zu initialisieren. Entschuldigung, kann ich gleich mal fixen. Ich habe vorhin schon auch schön gesagt, diesen Sprite-Badge, wenn man den verwendet, dann muss man kurz vorher an Beginn starten. Am Ende muss man das auch stoppen. Und
Tada, wir sehen nichts, ne? Wir sollten die Farbe ändern. Die Farbe ist uncool. Außerdem fürchte ich, dass das Spielfeld, das wir haben, breiter ist als der Monitor. Deshalb würde ich gerne das Spielfeld nochmal korrigieren. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse deswegen. Das ist eigentlich ein Windows-Spiel. Für Phone habe ich es jetzt nur angepasst. Ja, schon besser. Aber man sieht immer noch nicht so wirklich was. Ich mache mal die Farbe auf was anderes. Lass mich mal auf cool schwarz umstellen. Schon besser. Was wir jetzt nämlich sehen, ist der Spielfeldrand. Noch nicht wirklich spektakulär, aber immerhin. Wir können es sogar noch ein bisschen breiter machen. Als nächstes sollten wir ein paar andere Sachen malen noch, nämlich die Spielelemente, die da drin sind, die aber hier im Model eigentlich noch nicht existieren. Die fügen wir mal ein, da gibt es nämlich ein paar Properties. Vorhin schon gesagt, die ganzen Spielelemente, die wir verwenden zum Berechnen, die müssen alle Teil des Playgrounds sein. Das heißt, wir machen hier ein paar öffentliche Properties, wo ein Ball drin steckt, ein Player und ein zweiter Player, jeweils von iPlayer natürlich, so wie es gehört. Einen Zufallsgenerator haben wir außerdem. Und was wir jetzt noch brauchen, ist ein Konstruktor, der das Ganze ein bisschen initialisiert. Ist aber kein Problem, habe ich vorbereitet natürlich auch. Playground Konstruktor, da ist er. Ich habe irgendwann mal Local Player mit K geschrieben, was eigentlich eine Schande ist. So. Das heißt, wir haben einen Konstruktor, der initialisiert erstmal alles. Außerdem ruft dieser Konstruktor hier eine Init-Methode auf. Die sollten wir vielleicht auch noch implementieren. Der Grund, warum es eine eigene Methode zum Initialisieren des ganzen Krams gibt, ist die Unterscheidung zwischen wir starten das Spiel vollständig neu und es ist ein Punkt, also ein Tor gefallen. Hier initialisiere ich meine Objekte neu und in dem Moment, wo irgendwas passiert ist, sagen wir mal, jemand hat einen Punkt gekriegt, können wir die Init-Methode einfach neu aufrufen, weil die hat nur die Aufgabe, den Ball wieder in der Mitte des Spielfelds zu positionieren und entsprechende Parameter zu setzen, dass der Ball sich auch wirklich wieder bewegt. So, wenn wir das alles richtig gemacht haben, dann können wir wieder hier rüber wechseln und vielleicht hier nochmal den Ball zu malen. Und der Ball ist natürlich, wie man es kennt aus dem Originalspiel, nicht rund, sondern viereckig, weil dann haben wir die Möglichkeit, nämlich auch wieder diesen Pixel zu verwenden und hier dieses Rectangle wieder anzugeben. Was wir nämlich nehmen, ist einfach die Position des Balls minus den Radius und spannen diesen Pixel einfach über die Fläche des Balls, was uns ein schönes Rechteck resultiert. So, anschließend können wir noch den Player an sich malen. Die Player funktionieren nach demselben Konzept. Also ich gucke mir an, wo die Player sind und male einfach eine Linie über den Spielfeldrand. Interessant an der Stelle ist, dass ich dieser Draw-Methode jetzt hinten nicht mehr Color White mitgebe, sondern ich sage Color Red. Was bedeutet, der Pixel wird noch rot eingefärbt. Also mathematisch bedeutet das, jeder Pixel wird nochmal mit rot multipliziert. Sollte man Ressourcen haben, die eben bunt sind, dann färbt man die dann entsprechend ein. Das ist im Prinzip Farbfilter. Gucken wir uns das jetzt noch an, dann stellen wir fest, dass wir eine Null Reference auf irgendwas haben. Warum? Playground. Ich finde deinen Fehler. Habt ihr noch Spaß? Scale? Nee, Playground war leer. Das ergibt keinen Sinn. So, Playground ist da. Ah, ja, Fehler gefunden. Wir weisen natürlich unserem internen Playground noch keinen externen Playground zu. Das ist natürlich. Entschuldigung. Playground. So, jetzt aber. So, und was wir jetzt sehen sollten, ist schon unser Spielfeld. Natürlich mit einem ziemlich schlecht funktionierenden Spiel. Aber immerhin sieht man schon was. So, das ist unser Spiel, unser schematischer Aufbau unseres Spiels. Damit können wir jetzt arbeiten. Gut, was passiert noch nicht? Der Ball bewegt sich noch nicht. Die Schläger bewegen sich noch nicht. Das heißt, da muss noch ein bisschen Dynamik rein. Letztendlich liegt es daran, dass der Playground selber sich noch nicht aktualisiert. Also unser Model an sich sorgt für die Bewegung. Das Model rechnet aus, wohin der Ball fällt, ob ein Punkt entstanden ist oder nicht. Das heißt, die komplette Berechnung des Spiels passiert im Model.
Habt ihr mal was vorbereitet? Was heißt das eigentlich, habt ihr mal was vorbereitet? Das ist mein Problem momentan. Wo kommt es her? Ach so, ich habe Snippets gemacht. Also ich habe Codeblöcke vorbereitet, die ich gerade reinlade. Ansonsten wird es echt langweilig, wenn ich alles runtertippe. Darum. Also das sind einfach nur Codeblöcke, die von mir geschrieben wurden vorher. Visual Studio hat einen Mechanismus dafür. Also da gibt es eine File, das ist ein XML-File, da kann ich meine Codeblöcke reinmachen, kann auch festlegen, unter welchem Shortcut ich die erreichen will. Also jedes Mal, wenn ich Pong eingebe, ist das die Liste meiner Snippets, die ich zur Verfügung habe. Und kann die dann einfach mit einem Tab reinholen. Sehr, sehr praktisch, wenn man immer wiederkehrende Prozesse hat, wie zum Beispiel Demos auf Bühnen. Es lohnt sich. Gut, also was passiert hier drin? Mein Playground selber macht erstmal gar nichts. Er gibt die Updates weiter an die ganzen Spielelemente. Also Player hat die Aufgabe, sich selber abzudaten und der Ball auch. Das Einzige, was im Playground passiert, ist zu ermitteln, ob das Spielfeld oder das Spiel gewonnen ist oder nicht. Ich gucke also, nachdem sich alles aktualisiert hat, an der Stelle jetzt zum Beispiel, ob die Position des Balls minus seines Radius natürlich kleiner als 0 ist. Das bedeutet, er ist über den oberen Bildschirmrand rausgeflogen. Wenn das eingetreten ist, dann muss ich mit dieser Zeile ja prüfen, ist denn jetzt der Spieler, der da auf dieser Seite ist, an dieser Stelle mit seinem Schläger oder nicht? Das Problem ist, wir können hier keine zwei Punkte vergleichen, wir müssen eine Fläche mit einem Punkt vergleichen. Das macht man dann auf diese Art. Und sollte der Player da sein, dann nehme ich die Geschwindigkeit des Balls und drehe die Achse einfach um. Das heißt, der Ball war gerade noch nach oben unterwegs und in dem Moment, wo ich die Y-Achse der Geschwindigkeit des Balls mit minus 1 multipliziere, fliegt der Ball einfach in die andere Richtung. Also wird einfach reflektiert. Im anderen Fall ist es so, der Gegner kriegt einen Punkt und ich rufe wieder über die Init-Methode den ganzen Initialisierungsprozess auf, sodass der Ball hinterher wieder in der Mitte zentriert wird, mit einer Geschwindigkeit versehen wird und die Spieler wieder in der Mitte des Spielfelds landen. Dasselbe mache ich für den anderen Spieler auch. Und das war es eigentlich auch schon. Wir müssen natürlich auch dem Ball noch sagen, was er tun soll. Hier gibt es zum Beispiel auch diese Update-Methode. Und hier wird jetzt auch ein bisschen gezeigt, wie diese Bewegung des Balls berechnet wird. Es ist nämlich so, dass wir eine scheinbare fortlaufende Bewegung des Balls haben. Ist aber eigentlich Quatsch, weil wir sind rundenbasiert. Nur sind die Runden halt so kurz. Und wir müssen in jeder Runde jetzt gucken, wie ist die Geschwindigkeit des Balls und das Ganze dann zu der Position des Balls hinzuaddieren. Das passiert hier. Und da wir jetzt so ein bisschen ein Timing-Problem haben, also historisch bedingt ist das ja so, technisch bedingt ist es ja so, dass diese While-True-Schleife so schnell wie möglich durchlaufen sollte. Am Phone ist es ein bisschen anders, da ist eine Drossel drin, aber wenn man sich mal einen PC anschaut, dann ist die Geschwindigkeit, die Durchlaufgeschwindigkeit dieser Schleife abhängig von der Leistung des Rechners. Habe ich eine schnelle Maschine, habe ich 200 bis 300 Frames, habe ich eine langsame Maschine, ruckelt es vor sich hin. In Abhängigkeit davon ist natürlich auch die Aufrufe auf Update. Weshalb ich gerade in Update darauf aufpassen muss, wie schnell ich diesen Ball bewege. Ich habe diese Geschwindigkeit und die Geschwindigkeit ist angegeben in dem Fall jetzt, Pixel pro Sekunde. Pro Sekunde heißt aber, ich muss es in den Kontext von der Zeit setzen und das passiert mit dieser Game Time, die hier schon ständig mitgegeben wird. Die Game Time informiert mich nämlich darüber, wie lange es her ist, dass die letzte Update-Methode ausgeführt wurde. Also im Prinzip die Framerate, da steht das drin. Ich habe hier nämlich so ein Property Elapsed Game Time und da steht die Zeitspanne drin, wie lange es her war, dass das letzte Update aufgerufen wurde. Habe ich 10 Frames pro Sekunde, steht da eine Zehntelsekunde drin, habe ich 100, steht da 100 drin. Multipliziere ich das Ganze mit der Geschwindigkeit, was ich hier tue, erhalte ich eine konstante Geschwindigkeit, unabhängig davon, welche Framerate ich habe. Das sind so die Mechanismen, die uns XNA noch mitgibt. Anschließend muss ich natürlich gucken, ob der Ball an der Wand abprallt oder reflektiert wird. Das tue ich, indem ich gucke, ist der Ball, wie beim Gewinnen ermitteln ja auch, ist der Ball links von der Kante? Wenn ja, dann bedeutet es, er ist an die Wand abgeprallt und ich muss die Geschwindigkeit auf der X-Achse eben mit mal minus 1 oder mit minus 1 multiplizieren, um die Achse umzudrehen. Dasselbe mache ich auf der anderen Kante auch. Gut, was haben wir noch? Den gegnerischen Spieler. Der gegnerische Spieler ist eine KI-gesteuerte Sache. KI ist eine eigene Physik für sich, deshalb werde ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich habe hier eine KI implementiert, die an sich ganz gut funktioniert. Sehen wir gleich, also es ist eine unschlagbare KI. Aber sie tut schon mal, die Demo tut's. Interessanter ist das Update auf der
Seite des Spielers, den wir lokal selber steuern. Was da jetzt drin steht, ist völliger Quatsch, weil das ist ursprünglich für einen PC gemacht. Was hier nämlich passiert ist, es wird der Keyboard State abgegriffen. Das heißt, ich frage das Keyboard ab und gucke, welche Taste ist gerade gedrückt. Am Phone habe ich dieses Keyboard aber nicht, weshalb wir das hier eigentlich kicken müssen. Wir müssen uns für das Phone einen anderen Mechanismus ausdenken. Letztendlich ist es nämlich so, XNA vereinheitlicht mir den Zugriff auf diese Eingabedevices. Und da ihr vorhin gesagt, es kann auf Xbox laufen, auf PC, auf Phone. Und auf all den Devices habe ich andere Mechanismen, um Eingabe zu tätigen. Am PC habe ich meistens Tastatur und eine Maus. An der Xbox habe ich einen Game-Controller, der aber auch am PC angeschlossen sein könnte. Am Phone habe ich einfach nur ein Touchpanel. Und dieser Touchpanel ist ziemlich witzig. Den kann man recht easy ansprechen. Das ist einfach ein Touchpanel. Ja. Und der verfügt über eine statische Methode getState. Und aus diesem getState kommt eine TouchCollection. Das bedeutet, da ist eine Liste von Touchpoints drin, die diverse Informationen haben, was da gerade passiert. Machen wir mal, um das zu demonstrieren oder um euch zu zeigen, was das heißt. Kurz sowas hier, TouchPanel, getState. Und in diesem Item, das heißt eine Liste von Touchpoints, das Phone unterstützt mindestens 4 davon, das heißt 4 Finger können gleichzeitig auf dem Display sein, stehen jetzt noch ein paar Informationen, zum Beispiel eine ID oder eine Position. Position ist für uns jetzt am meisten interessant, aber kurz ein paar Worte zur ID selber. Die ID bezieht sich tatsächlich auf einen Finger. Wenn ich den also drauf tippe, dann behält dieser Finger diese ID, bis ich ihn wieder wegnehme. Das ist ganz praktisch, nämlich dann, wenn wir, wie mit diesen Update-Mechanismen, ständig wieder diese Collection prüfen müssen. Ich rufe das ja alle 30 Mal pro Sekunde auf und muss somit auch eine Referenz zwischen einzelnen Fingern herstellen. Ansonsten bin ich mit manchen Spielkonzepten ziemlich schnell am Rumfrickeln und rausfinden, welcher Finger da jetzt eigentlich dazugehört. Das macht das Ding für uns selber. Ich habe also die ID, an der ich tracken kann, was der Finger gerade tut. In unserem Fall ist das eigentlich gar nicht so wichtig. Wir nehmen einfach den ersten, würde ich mal sagen. Ups. Das heißt, wir prüfen ja nur sowas wie TouchPanel, getState. Ja, wir können eigentlich, das machen wir ja so nicht, Touch, Collection, Touches. Muss jetzt gerade ein bisschen ordentlichen Code schreiben, ansonsten heißt das wieder, der Typ auf der Tribüne hat das so gemacht. Das geht gar nicht. So, also, ich gucke, ob die Touches. Nein. Ja, Count? Gibt es keinen Count? Doch. Also das hier möchte ich abfragen. Und sollte das mehr als einer sein, das ist nämlich dann, wenn ich meinen Finger auf dem Display habe, dann möchte ich das verarbeiten. Das heißt, über Touches, das ist wie gesagt eine schöne Liste, kann ich auf den ersten Finger zugreifen und kann die Position auslesen. Und diese Position ist ein Vektor 2. Und das bedeutet eine Pixelposition auf dem Display. Ich kann jetzt also damit arbeiten, zu gucken, wo ist der Finger denn? Und da kann man sich jetzt drüber streiten, wie man ein Pong-Spiel steuern möchte. In meinem Fall würde ich jetzt einfach davon ausgehen, dass wenn der Finger links auf der linken Bildschirmhälfte ist, dann muss das Pad nach links und ansonsten nach rechts. Das will ich jetzt einfach mal so machen. Kann man schöner implementieren, aber um jetzt einfach mal in der Zeit zu bleiben, machen wir das mal so. Also, das heißt, wenn der X-Wert kleiner ist als, und jetzt kommen wir über das Graphics-Device, das ich hier nicht habe, warum habe ich das hier nicht? Das ist natürlich jetzt lame. Schade. Hat jemand eine gute Idee? Entschuldigung. Das ist natürlich blöd, aber gut. Das heißt, die Position des Players verschieben wir jetzt nach links, in dem Fall, dass wir auf der linken Spielfeldhälfte sind, um die Player Speed. Aber wiederum multipliziert mit der Game Time, ganz wichtig. Ansonsten haben wir wieder ungleiche Verhältnisse. Total Seconds, so. Da das ein Float ist, müssen wir hier immer wieder casten. Das nervt ein bisschen, aber man kommt damit klar. So, dasselbe machen wir hier unten auch, nur in die andere Richtung. So. Und unser Pong-Spiel müsste jetzt eigentlich funktionieren. Spannung. Super. Was uns nämlich fehlt, ist der eigentliche Update-Aufruf in der Game-Klasse. Das haben wir nämlich noch nicht gemacht.
Das heißt, hier drin existiert der Playground schon, ja, aber wir müssen noch Update aufrufen. Weil der Playground, das Model, haben wir jetzt nicht in der Game-Komponente verpackt. Kann man aber machen. Nur ist jetzt halt nicht. So, Update, Game Time. Nur aber. Ha! Uhu! Uhu! Yes! Unser Pong läuft? Nee. Das, noch? Oh. Hallo. Gut, ich lasse mal so. Also auch die Gewinnbedingung funktioniert. Wir können also. Yes. Wir können also tatsächlich spielen. Man sieht jetzt auch, der obere Spieler ist da immer voll dabei. Man kann also praktisch echt lange spielen. So, sieht aber lame aus. Ja, wir müssen jetzt hier noch ein bisschen dafür sorgen, dass das ordentlich ausschaut. Weshalb ich mit euch zusammen jetzt ein bisschen 3D-Zeug machen möchte. 3D-Zeug würde hier drin passieren. Ich mache einfach einen neuen Renderer. In dem Fall kriegt das Ding eine Deep View. Sind Mathematiker anwesend? Korrigiere mich nicht, wenn ich irgendwas Falsches sage. Drawable Game Component. So, also auch hier wieder eine malbare Game-Komponente. Das heißt, wir brauchen hier wieder so ein paar Properties. Im Prinzip sehr ähnlich denen, die wir gerade eben hatten. Wir haben wieder eine Referenz auf den Playground, aber hier unten wird es jetzt interessant. Wir haben zum Beispiel drei solcher Texturen wieder. Diese Texturen sind diesmal ein bisschen anders. Die schauen nämlich jetzt so aus. Das sind die Texturen, die ich später brauche für meine 3D-Modelle. Die lade ich jetzt einfach mal schon direkt hier rein. Auch wieder in den Content, da kümmern uns jetzt gar nicht so wirklich drum. Interessant sind die beiden oberen Zeilen, dieser Basic-Effekt und dieses Vertex Position Normal Texture. Im Gegensatz zu dem, was wir im 2D-Raum machen können, hübsch mit Pixel-Koordinaten malen, müssen wir im 3D-Raum so ein bisschen komplexer vorgehen. Letztendlich haben wir nämlich so eine blöde Achse, die zu viel ist. Und wir können jetzt nicht mehr mit Pixeln arbeiten, weshalb wir uns ein anderes System einfallen lassen müssen. Das sind nämlich eben klassische 3D-Koordinaten, das heißt Floats im 3D-Raum. Die große Schwierigkeit ist, diese 3D-Koordinaten jetzt irgendwie auf den Display zu kriegen. Und da ist jetzt historisch betrachtet, gibt es da so einen Standardprozess, um das zu tun. Die klassische Render-Pipeline, wie sie ältere Grafikkarten eigentlich fix aufgelötet hatten. Mittlerweile machen moderne Grafikkarten das mit sogenannten Pixel-Shadern. Pixel-Shader sind im Prinzip kleine Skripte, die in der Grafikkarte sitzen, weil die Grafikkarte solche Berechnungen einfach besser machen kann und schneller. Und die berechnen uns jetzt ganz abgefahrene Dinge. Zum einen ist es so, dass wenn wir 3D-Objekte malen, die in irgendeiner Form nicht unbedingt von uns kommen, sondern die kommen vielleicht von einem 3D-Artist. Der Typ benutzt seine eigenen Programme, der designt so ein bisschen vor sich hin, exportiert das Ganze und gibt es mir als Programmierer. Der hatte noch keine Ahnung, wo in Counter-Strike hinterher die Kiste steht. Das heißt, er hat das Ding mal gemalt in seinem eigenen Koordinatensystem. Eine X, Y, Z-Koordinate für jeden Punkt, den er da gemalt hat. Prinzipiell 3D-Objekte, ja, wisst ihr alle, bestehen aus diesen lustigen Dreiecken, Polygone. Und die müssen irgendwo platziert werden. Wenn jetzt wir diese Kiste rendern wollen, dann müssen wir die erstmal von ihrer ursprünglichen Koordinate hin in unsere Weltkoordinate transferieren. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass all diese Koordinaten, die der Designer irgendwann mal festgelegt hat, hinkommen in die echte Welt. Das passiert mit Matrizen. Diese Matrizen müssen wir definieren, die diese Berechnungen durchführen. Man muss nicht wissen, was da passiert. Es ist ratsam, es zu wissen, aber im ersten Schritt ist es nicht ganz so wichtig. Es gibt nämlich statische Methoden, die einem genau die richtigen Matrizen generieren, man muss das erstmal nicht wissen. Wenn das mal in dieser Weltkoordinate ist, braucht es jetzt noch einen Viewer, der die ganze Szene betrachtet, das ist die Kamera. Und entsprechend muss dann diese Kiste, die wir gerade in die Welt transferiert haben, in den Kontext oder in das Koordinatensystem der Kamera transferiert werden, auch wieder eine Matrize. Sind aber immer noch 3D-Koordinaten, das nervt so ein bisschen, weshalb wir im dritten Schritt die ganze Sache projizieren müssen. Und projizieren heißt, eine Achse wegnehmen. Also Mathe, ja, da hat man das schon gemacht. Es gibt verschiedene Projektionsverfahren.
Das Orthografische vielleicht für technische Zeichnungen, wo man sagt, man nimmt einfach die Z-Achse weg und steckt einfach alles, also projiziert das runter auf X- und Y-Koordinaten. Das ist aber unschön, gerade dann, wenn man echte 3D-Szenen rendern möchte. Weshalb wir das perspektivische Projektionsverfahren anwenden wollen. Aber auch das ist einfach nur eine Matrize und es gibt eine statische Methode, die alles generiert. Das heißt, wir brauchen uns nicht drum zu kümmern. Wichtig für euch zu wissen ist nur, dass dieser Basic-Effekt, der da oben steht, das ist ein Pixel-Shader oder repräsentiert einen Pixel-Shader, der all diese Informationen braucht, um das alles zu machen. Passieren tut es dann von alleine. Was wir aber reinstecken jetzt noch, und das ist die zweite Zeile, die hier steht, wir stecken jetzt erstmal, um euch zu zeigen, wie das funktioniert, nicht ein fertiges Modell da rein, sondern wir modellieren unser Objekt, das wir zeichnen wollen. Und ihr habt ja gesehen, das ist nicht so kompliziert. Das ist eine 2D-Fläche am Boden und das sind diese Klötze, die die Schläger darstellen. Die bauen wir einfach mal selber, damit ihr mal seht, wie das ausschaut. Und die Informationen dazu stecken eben in dieser Liste hier drin. Ihr seht, das ist ein Array. Ein Array von einem ominösen Typen Vertex Position Normal Texture. Vertex ist im Grunde ein 3D-Pixel. Also eine Koordinate im 3D-Raum mit noch zusätzlichen Informationen. Diese Informationen sind wichtig, um das Objekt richtig rendern zu können. Was da genau drin steckt, gucken wir uns gleich in der Praxis an. Man kann aber schon rauslesen, es gibt eine Position, die da angegeben wird. Es gibt ein Normal, das ist praktisch ein Vektor, der den Reflexionsvektor fürs Licht angibt. Und hinten gibt es noch eine Texture, das ist die Texturkoordinate, die hinterher drauf gemappt werden soll. Sehen wir uns aber gleich an, wie das funktioniert. So, was brauchen wir hier nämlich noch? Wir brauchen nämlich noch einen Konstruktor. Den habe ich noch nicht geschrieben, DeepView. Auch der braucht wieder eine Referenz auf die eigentliche Game-Klasse und eine Referenz auf unseren Playground, weil wir brauchen ja diese Informationen wieder. Game gehen wir weiter in die Basisklasse, die kann damit irgendwas anfangen. Wir brauchen eigentlich nur den Playground, den weise ich mal eben zu. Und nein, den hier, Playground. So. Alles fängt damit an, dass wir Ressourcen laden müssen. Content. Und auch das habe ich mal wieder vorbereitet, Gott sei Dank. So. Wir fangen nämlich damit an, diesen Pixel-Shader, den wir zum Rendern brauchen, zu konfigurieren. Und da fallen so ein paar Informationen rein, wie zum Beispiel diese Transformationsmatrizen, von denen ich erzählt habe. Also aus einem Koordinatensystem ins nächste das zu liefern. Es gibt davon drei Stück insgesamt, also drei sind absolut notwendig, um 3D-Sachen zu rendern. Zum einen ist es die sogenannte World-Matrize. Das ist die, die dafür sorgt, dass die Kiste von wo auch immer sie der Designer gezeichnet hat, an der richtigen Stelle in unserer Welt steht. Dann gibt es die sogenannte View-Matrize oder View-Matrix eigentlich, gell? Heißt das richtig? die dafür sorgt, dass die Kamera richtig positioniert wird. Und die letzte Matrix, die wir angeben, das ist die Projektionsmatrix, eben die, die dafür sorgt, dass die Z-Achse wegkommt, sodass wir es hinterher ordentlich am Bildschirm haben. Ich habe einfach mal ein paar statische Infos angegeben. Das ist ganz praktisch, wenn man schon die richtige Welt kennt. Letztendlich will zum Beispiel diese View-Matrize von mir, wie gesagt, es gibt eine statische Methode, die erzeugt, ein paar Infos. Wie zum Beispiel, wo ist die Kamera? Eine Kamera-Position. Dann ein Kamera-Target, das heißt, wo guckt die Kamera hin? Und wo ist oben bei der Kamera? Das dient einfach dazu, fest zu definieren, wo ist die Kamera und wo guckt sie hin. Ich kann die Kamera platzieren, lasse sie irgendwo hinschauen und damit sie sich nicht in sich drehen kann, brauchen wir noch den dritten Vektor, nämlich der, der sagt, wo an der Kamera oben ist. Diese Parameter, die ich hier festgelegt habe, die scheinen jetzt ein bisschen Magic zu sein, sind sie auch, weil ich weiß, wo die Objekte gerade liegen. Letztendlich sind diese Zahlen eigentlich das Frustrierendste an dem ganzen System. Wenn man an den Zahlen irgendwas verändert oder falsche Zahlen da einträgt, dann ist es meistens so, dass die Kamera ins Nichts schaut. Man startet die Applikation, blau. Also nicht abstürzen, keine Exception, nein, nein, man guckt einfach nur ins Nichts. Und das ist sehr frustrierend, wenn man manchmal praktisch in die falsche Richtung schaut, die Objekte sind hinter einem oder irgendwo anders. Das ist manchmal sehr, sehr frustrierend. Frage? Wenn ich jetzt so eine Mimik in OpenGL zum Beispiel abbilde oder OpenGL-ES, dann muss ich auch noch dran denken, dass ich die Lampe anschalte. Genau, das tun wir ja auch. Also der Hinweis gerade, die Szene ist zwar jetzt schön definiert, aber es fehlt das Licht. Was wir jetzt sehen würden ohne das Licht, ist natürlich einfach nur schwarze Klötze. Ja, aber für Leute wie mich, die auf der Bühne stehen und eigentlich nicht lange mit Licht rumfummeln wollen, gibt es eine Methode, die heißt Enable Default Lighting. Was die tut, ist einfach so ein bisschen Schaufensterlicht, also Sonne von links oben. Das ist eigentlich ziemlich simpel. Wenn man das natürlich anfassen möchte, es gibt eine Milliarde Möglichkeiten, eigentlich vier, verschiedene Möglichkeiten. Ja, Lichttypen halt. Also
Zum einen kann das Objekt selber Licht abstrahlen, dann gibt es so ein Ambient Light, das bedeutet, alles wird irgendwie beleuchtet. Dann gibt es so ein Directional Light, das ist das hier, also praktisch eine Lichtquelle, von der ich nur eine Richtung angebe, kein Punkt, von dem es abgestrahlt wird, also Sonnenlicht ist klassisch. Oder es gibt eben so ein Punktlicht auch, das ist dann, um irgendwelche Spotlights zu definieren. Das sind so die Möglichkeiten, die ich habe. Enable Default Lighting ist eigentlich, das ist schon nicht schlecht. Gut, damit hätten wir die Sache schon konfiguriert, viel mehr ist gar nicht notwendig. Was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich die Objekte, die wir zeichnen wollen. Und da wird es jetzt interessant, weil da habe ich eine ganze Menge Zahlen. Das schaut ungefähr so aus. Das ist jetzt erstmal Übersicht. Guter Start, glaube ich. Was wir hier nämlich definieren, ist, ihr habt dieses Endergebnis ja schon gesehen, also diese graue Fläche, auf der die Kugel entlang läuft. Das ist im Prinzip ein Rechteck, das am Boden liegt. Das definieren wir hiermit. Das Problem ist nämlich, wenn wir Flächen definieren wollen im 3D-Raum, dann müssen die immer in Dreiecksform vorliegen, also die Polygone. Wenn wir ein Viereck zeichnen, brauchen wir zwei Dreiecke, von denen zwei Ecken eigentlich aufeinander liegen. Das heißt, die linke obere Ecke und unten das untere Dreieck bildet die andere Hälfte. Um zwei Dreiecke zu definieren, brauche ich 6 Punkte. Es gibt Optimierungsmöglichkeiten. Was ich hier zeige, ist wirklich so der naive, hemdsärmliche Ansatz. Ich definiere also mit 3 Punkten, und zwar diesen oberen Dreien, das erste Dreieck. Der erste Parameter sind die Koordinaten im 3D-Raum. Und man sieht hier schon, der Y-Faktor ist immer 0. Das heißt, das Ding liegt auch wirklich plan am Boden. Der X-Bereich ist jetzt wahrscheinlich falsch, weil ich habe jetzt die Spielfeldgröße verändert, aber ist jetzt nicht so wichtig. Das heißt, unser erstes Dreieck geht von der linken unteren Ecke von der linken oberen Ecke, rechte hintere Ecke, wieder runter an die linke untere Ecke. Also aus meiner Sicht. Kommt's ja, ich habe leider keinen Flipchart, sonst würde ich es anmalen. Ich glaube, euch ist das schon klar. Der zweite Parameter ist der Abvektor, oder beziehungsweise der Normalvektor, der bestimmt, wie Licht reflektiert wird. Das ist für die planare Fläche unten eigentlich gar nicht so wichtig, weil das könnt ihr euch vorstellen wie das Reflexionslot, das man in Physik irgendwann mal angeguckt hat. Das Licht, wenn das so reinfällt, dann muss es am Lot reflektiert werden, damit es da drüben wieder rausgeht. Das ist der Normalvektor. Und der dritte Parameter, das ist eigentlich der interessanteste von allen, der bestimmt, welche Koordinate der Textur auf diesen Eckpunkt projiziert wird. Wir haben ja diese Texturen, die wir da drauf kleben wollen, aber das sind ja nur 2D-Texturen. Außerdem ist nicht ganz klar, welcher Punkt des Dreiecks, weil die sind nicht immer so schön rechteckig, sondern die sind manchmal ziemlich verworren, welcher Punkt der Textur jetzt auf diesen Eckpunkt gemappt werden soll. Und das mache ich mit dieser Koordinate hier. Das heißt, ich teile meine Textur sowieso wieder in ein Koordinatensystem von 0 bis 1 und auch in der Y-Achse von 0 bis 1 und kann dann diesem Eckpunkt die passende Koordinate zuordnen und blob, habe ich eine Textur am Boden. Damit das jetzt alles nicht so theoretisch ist, möchte ich was zeichnen. Machen wir das doch mal. Das heißt, in der Draw-Methode brauche ich mal wieder ein Clear, damit das alles auch schön ausschaut. Wir haben eine neue Chance, eine neue Farbe zu wählen, aber ich werde einfach schwarz nehmen. Und dann malen wir mal. Ah, super. Das erste Snippet hätte das schon getan. So. Der erste Zeichenvorgang zeichnet unser Spielfeld. Um das zu tun, müssen wir ein paar Sachen festlegen. Zum einen müssen wir die Textur zuweisen, die wir rendern wollen. Also das Model, das wir gerade generiert haben, also dieses 2D-Dingens am Boden, das 3D-Objekt am Boden und die Textur haben erstmal gar nichts miteinander zu tun. Die bringe ich erst zum Zeichenprozess mit den paar Zeilen zusammen. Ich sage dem Shader, das ist dieser Effekt, welche Textur ich eigentlich nehme. Das ist diese Background-Textur, also diese graue Fläche. Dann gebe ich da noch so eine, die World Matrix mit, die erlaubt mir dann, das Objekt zu bewegen. Aber beim Boden ist das jetzt nicht so wichtig, das ist eine fest installierte Sache. Wende das Ganze noch auf die Grafikkarte an und kann jetzt hier mit einem Draw-Befehl sagen, was ich machen will. Ich habe hier diese Liste von 3D-Koordinaten, das ist hier dieser Array. Und ich sage, fang beim Offset 0 an und mal mir zwei Dreiecke aus dieser Liste. Wenn ich das Ganze starte, dann muss ich jetzt noch die View austauschen, weil das war jetzt nicht so clever. Habe ich noch nicht gemacht. Ich bin eigentlich schon über der Zeit, wa? Meine Uhr sagt ja.
Aber wäre schade, hier jetzt aufzuhören, wa? So. Deep View. Und starten wir das Ganze, dann wird es jetzt wahrscheinlich ein bisschen verzerrt sein. Aber wir haben schon eine 3D-Fläche. Das ist schon ziemlich cool. Aber ich werde das Ganze jetzt noch umdrehen. Also ich werde es jetzt im Querformat machen, damit wir ein bisschen mehr davon haben. Landscape Left. Das ist diesmal 800 und das ist diesmal 480. Das Ganze nochmal starten. Den Rest mache ich ein bisschen schneller. So, das sieht doch schon viel besser aus. Tada! So, und den Rest rushen wir jetzt durch, weil letztendlich kennt ihr jetzt schon alles, was wir wissen müssen. Deep. Weil wir machen hier einfach weiter. Was uns nämlich noch fehlt, sind die Schläger und der Ball. Die Schläger sind im Prinzip selbes Konzept wie die Fläche am Boden. Es sieht viel aus, aber letztendlich ist es einfach nur ein bisschen Fleißarbeit. Was wir nämlich machen, ist, die Flächen des Schlägers zu definieren. So, diese vier Blöcke sind einfach die vier Flächen, die wir brauchen. Eigentlich brauchen wir einen Quader, aber die hintere und die untere Ecke sehen wir gar nicht, also malen wir sie auch nicht. Das heißt, wir definieren im Prinzip die Vorderseite, die Oberseite, links und rechts, nach demselben Konzept wie die Fläche eben schon. Die Magic, die beim Schläger jetzt vielleicht interessant ist, passiert hier unten wieder, beim Malen. Draw 3 sollte das sein, jo. Hier ist es nämlich so, dass selbes Verfahren, also ich nehme wieder die Textur, die ich haben möchte, wende das auf die Grafikkarte an und male jetzt übrigens andere Koordinaten. Ich fange jetzt nämlich beim Offset 6 an, das heißt, der sechste Punkt ist interessant, beziehungsweise der siebte, weil wir bei 0 anfangen, und male 8 Dreiecke. Interessant ist aber dieses Ding hier. Die World Matrix, die sorgt dafür, dass dieser Schläger, den wir eben noch bei 0, 0, 0 hier hinten gemacht haben, jetzt in Bewegung des Spielers auch verschoben wird. Das heißt, ich habe so eine Translationsmatrix, die dafür sorgt, dass der Spieler in Abhängigkeit von der Spielerposition eben auf der X-Achse nach links oder rechts verschoben wird, je nachdem, wo der Spieler gerade ist. Dasselbe mache ich mit dem gegnerischen Spieler auch. Ich nehme die Player-2-Position und verschiebe den Würfel einfach um 10 nach hinten, da ist das Spielfeld zu Ende, und habe damit auch gleich den zweiten Spieler gemalt. Das heißt, ich kann denselben Prototypen nehmen, dasselbe Objekt, das ich definiert habe, kann ich einfach zweimal zeichnen an zwei verschiedenen Stellen und habe dann zwei Kisten in Counter-Strike, obwohl der Modellierer nur eins gemacht hat. Wenn ich das Ganze starte, dann haben wir jetzt im Prinzip auch schon die Spieler beisammen. Ich kann sie sogar schon bewegen. Was ein bisschen schade ist, ist, dass ich nicht weiß, wo der Ball ist. So hat der Spieler gegenüber noch mehr Chancen, mich zu besiegen. Und weil ich den Code, weil ich hardcode 240 rein, also ist die Grenze des, naja, aber ist egal. Immer da, wo der andere ist, ja. Wäre eine Möglichkeit. Aber selbst dann ist es aussichtslos. Okay, fehlt eigentlich nur noch der Ball, weil den wollen wir nämlich sehen. Bisher hatten wir rechteckige Sachen gemalt. Rechteckige Sachen, ja, easy. Habt ihr gesehen, wir machen so ein paar Flächen. Beim Ball ist es aber so, dass der blöderweise rund ist. Und wenn ich das aus Dreiecken zusammenbauen will, dann muss ich je nach Qualitätsstufe von ja, 20 bis 2 Millionen Polygone alles einrechnen. Es gibt aber da ein paar Tricks. Die haben sie damals bei Doom erfunden, weil da die Ressourcen ein bisschen knapp waren. Es ist nämlich so, dass es ein paar lustige Eigenschaften gibt, die Objekte, die rund sind, mit sich bringen. Nämlich, dass sie von allen Seiten gleich ausschauen. So auch die Kugel. Egal von welcher Seite ich diese Kugel anschaue, sie sieht immer genau so aus. Das ist eine Stahlkugel, die hat keine Textur, das ist ganz praktisch. Und was wir da jetzt anwenden, ist ein kleiner fieser Trick, den die Spieleentwicklung echt schon lange, lange praktiziert. Wir nehmen Billboards. Billboards bedeutet, ich habe nur eine einzige Textur, die so im Raum steht, auf so einem Rechteck. Und irgendwo ist die Kamera. Und dieses Billboard ist jetzt so frech und bewegt sich immer mit der Kamera mit. Das heißt, da ist irgendwo die Kugel. Und das Billboard bewegt sich mit der Kamera, beziehungsweise das Billboard bewegt sich und die dreht sich immer in Richtung der Kamera. Das heißt, die Kamera sieht immer im rechten Winkel auf die Oberfläche. Das ist ganz praktisch, wenn man eine Textur hat, die eben so ausschaut, weil das malen wir jetzt einfach auf dieses Billboard drauf. Das Billboard habe ich praktisch schon vorbereitet. Das ist im Prinzip der letzte Block hier, auch wieder ein Rechteck, nur dass es in dem Fall jetzt einfach mal senkrecht im Spielfeld steht. Das ist jetzt nicht weiter wichtig. Wichtig ist, wenn ich es zeichnen möchte, hier unten. Selbes Verfahren wieder, ich weise die Textur zu, wende das auf die Grafikkarte an, aber hier drin passiert was Lustiges. Diese
World-Matrize oder Matrix, die kann nicht nur Dinge bewegen, also eine Translation durchführen, sondern die kann Objekte auch rotieren oder skalieren. Und das ist das, was ich brauche, um so ein Billboard immer die Kamera auszurichten. Gott sei Dank gibt es eine passende Methode dafür, Create Billboard. Was diese Methode möchte, ist die Position der Kamera und die Position des Billboards, damit die entsprechende Bewegung ausgerechnet werden kann. Mehr ist nicht notwendig. Wenn ich das Ganze dann wieder male, sehe ich in meinem 3D-Spiel die Kugel, die aus irgendeinem Grund da schon abprallt. Tja, aber... Indeed. Man kann das natürlich jetzt mal... Das ist natürlich jetzt die ganze Magic kaputt. Ich werde einfach mal das Spielfeld wieder auf die richtige Größe bringen, weil jetzt haben wir diese Randprobleme nicht mehr. Jetzt rollt es ja auch richtig. Yes. Nein, 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 nein. Na, yes. Und damit haben wir gerade innerhalb von 65 Minuten, es tut mir leid, ein richtiges, vollwertiges 3D-Spiel auf dem Windows Phone gemacht, was mich jedes Mal wieder mit Stolz erfüllt und euch zeigen sollte, dass man eigentlich mit ganz, ganz wenigen Mitteln und ein bisschen Verständnis für die Mathematik, die hinten dran steht, sehr schnell sehr coole Sachen machen kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir machen später noch ein bisschen Netzwerk.